Was passiert hier? Das Bett ist wie ein riesen Marshmallow. Ich will drin bleiben. Du willst drin bleiben, nicht aufstehen? Hm? Nicht aufstehen? Hm. Warum liegst du eigentlich auf meinem Platz? Warm. Wir sind dezent fertig. Weil wir zu spät schlafen gegangen sind. Einfach komplett selber. Ne? Einfach komplett selber schuld. Diese längliche Kissen, das ist Game Changer. Das ist Game Changer. Alter, passt perfekt unter den Arm und so. Alter, ich kann sogar im Stehen schlafen damit. Einfach mitgehen lassen. Oh nein. Wir, fürs Protokoll, for the record, wir werden hier keine Kissen klauen. Oh. Nein. Ansonsten. Laura, wir klauen keine Kissen, wo willst du sie dorthin tun? Wir haben jetzt noch circa eine halbe Stunde, bisschen mehr, dreiviertel, um uns fertig zu machen. Ich bin übelst müde, aber ich freue mich so sehr, denn heute ist Tag 10 und damit das Ladies Event. Und es wird so, so gut, auch wenn meine Stimme komplett weggegangen ist irgendwie seit gestern. Ich kann ja trotzdem da sein und innerlich jubeln. Wir wandeln uns jetzt also in wunderschöne Wesen. Und dann geht es auch schon los. Und dann mache ich unten noch grün. Nicht gut. Ich bin blessed für auf jeden Fall das Wochenende hier. Das endlich mal mit dir zu erleben, ist halt voll, voll schön. Das ist einfach so nochmal, sag ich mal, ein gutes Highlight, so zum Ende des Jahres. Mhm. Und es zeigt mir halt vor allem auch, was ich so auch im kommenden Jahr erleben möchte, sehen möchte. Im Management ist einfach so, jeden zweiten, dritten, also jeden dritten Monat, sag ich mal so. Anderer Ort, vielleicht sogar anderes Land. Einfach mal. Aber es ist vielleicht nur für 4 Tage oder 5 Tage, wir sind ja jetzt auch nur so ein paar Tage weg. Mhm. Aber das macht einfach schon so viel mit dem Kopf, wenn man die, einfach mal so eine eigene Reality. Und ja. Ja. Der ist gut, der ist richtig. Ja, hast du mich? Ja, ja. Oh mein Gott, ich traue dir ja fast gar nicht, meine Wimpern zu machen. Was? Die ist so fett. Oh, das könnte ich dir so gut machen. Ich lieb's. So, we're ready. Looking hot, looking good. Oh, it's good. Girls, wie hyped sind wir? Yeah! Yeah! So, man hört uns nur wenig, aber Update. Es ist gut. Es ist gut. Also ich bin spektakulär. Mädels, wie findet ihr es soweit? Okay, wir haben gerade so weit umgegangen. Wow. Aber wir sehen toll aus. Danke, du auch. Also eins kann ich sagen, man kann sich hier sich nur verlieben. Ich muss auch sagen, ich bin so happy hier zu sein. Es ist so unglaublich schön. Und die Bilder, die schon entstanden sind, die Videos, die schon entstanden sind, ist einfach so toll. Es ist einfach so happy. Vor allem, es sind so viele individuelle Frauen hier. Und jede ist so schön auf ihre eigene Art und Weise. Und er strahlt so sehr. Es ist einfach unglaublich zu sehen, wie wir einfach alle durch eine Firma verbunden sind. Ich liebe es einfach. So again, with this lesson only costed you a couple of dozens of dollars, you are lucky. Because in the future, if you want to become a great trainer, if you want training to be a lifetime career. So, wir haben jetzt Pause und wir essen jetzt erstmal. Update? Meinung? Ist was? Ist okay. Das, wie kann man so underhyped sein? Aber ich muss sagen, die letzten Speaker waren jetzt wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Die haben richtig geflasht nochmal und meine Stimme ist gone. Completely. Die ist completely gone. Jetzt haben wir aber noch dann eine Hälfte. Erstmal eine halbe Stunde Pause. Und dann haben wir nochmal, okay, man sieht mich low-key gar nicht, aber ich glaube, wir müssen mit dir gerade leben.
dann haben wir nochmal einen richtig krassen Abschluss. Ich bin so, so, so gespannt. Essen soweit? Auch ein Okay? Okay. Wir haben das Event haben wir geschafft. Es war übelst, übelst krass. Es war auch sehr emotional mal wieder. Jetzt sind wir alle bei Meckes und essen. Wir warten auf das Essen, bevor wir dann wahrscheinlich wieder eine Maßnahme machen und dann hoffentlich mal pünktlicher schlafen gehen als gestern. Und weil morgen eben wieder das nächste Ding ansteht. Morgen ist so eine Art Fortbildung. Und das heißt, da gehe ich auch morgen hin. Also bin auch da den Tag über. Und dann ja, geht es auch schon eigentlich wieder nach Hause übermorgen. Es ist so krass, es ist einfach wieder. Alles geht irgendwie so schnell vorbei, aber trotzdem genießt man so jeden einzelnen Moment. Ich werde ja auch nochmal nachher in Ruhe erklären, worum es jetzt genau ging und warum solche Events so besonders sind für uns und wie man sich das Ganze generell vorstellen kann. Ansonsten gibt es natürlich auch dazu Highlights bei mir auf Instagram. Also, falls du es noch nicht abgecheckt haben solltest, kannst du da gerne vorbeischauen. Jetzt lese ich jetzt hier lauter, also melde ich mich nachher nochmal. Wir sind jetzt wieder im Hotelzimmer. Und ich habe auch schon jetzt abgeschminkt. Ich bin absolut glücklich, fertig. Mein Hals ist fertig, aber ich bin sehr, sehr glücklich und so dankbar für den heutigen Tag, für unser ganzes Team, für all die Frauen und unsere Mädels. Das ist einfach so unbeschreiblich. Du kannst es dir eigentlich am besten so vorstellen, dass die erfolgreichsten Unternehmerinnen im deutschsprachigen Raum, so gerade in Deutschland, in der Firma, wo du auch eben tätig bist, dass die eine Veranstaltung auf die Beine gestellt haben und sich dann 1000 Kundinnen und Partnerinnen dieser Firma an einem Ort treffen, um sich auszutauschen, um Erfahrungen miteinander zu teilen, um irgendwie ja mal wieder Fotos miteinander zu machen oder generell sich einfach mal zu connecten, also neue Kontakte zu knüpfen. Und dann werden auch noch internationale Gäste eingeladen, auch Unternehmerinnen dieser Firma, nur eben aus Frankreich, Portugal und den USA beispielsweise, so wie wir es eben heute hatten. Und dann bekommst du den ganzen Tag über finanzielles Wissen mitgeteilt und Erfahrungsberichte und Tipps und Ratschläge, wie du eben auch deine Karriere ankurbeln kannst, wie du eben auch so erfolgreich wirst wie diese Frauen. Der ganze Raum ist natürlich dann gefüllt von einer inspirierenden Energie, du kannst es förmlich knistern hören, so elektrisierend ist alles, du riechst überall irgendwie so ein ja, bisschen süßes Parfüm hier und da und hörst viel Lachen, hörst diesen Applaus und du klatschst deine Hände zusammen, weil du einfach diese Frau da einfach feierst, einfach dafür, dass sie da ist und mit dir dieses Wissen teilt und dich so sehr inspiriert in diesem Moment. Und hörst du die Jubelschreie links und rechts neben dir und hörst die Musik, die noch im Hintergrund läuft und auch musikalisch eine Erfolgsgeschichte nochmal darstellt oder irgendwie eine inspirierende Geschichte teilt. Und du kannst dann gar nicht anders, als einfach zu lächeln. So, du stehst da einfach und klatscht und jubelst mit und denkst dir einfach nur so, wow, ich bin in einem so starken Umfeld. Ich bin einfach so dankbar, hier zu sein, in keinem Umkreis zu sein, wo ich irgendwie klein geredet werde, wo mir irgendwie mein Potenzial abgesprochen wird, sondern eher das Gegenteil, du wirst bestärkt. Dir wird gesagt von mehreren individuellen Persönlichkeiten, dass du es genauso schaffen kannst und dass du alles hast, was es benötigt, um eben auch diese Dinge zu erreichen, wenn du eben gewillt bist, die Arbeit ja natürlich auch zu investieren und welche Schritte nötig sind, das wird eben dann auch alles ja mitgegeben, sage ich mal, besprochen. Und deswegen sind eben solche Events wie heute einfach nur wunderschön und so bewegend. Das Ganze natürlich auch übelst emotional, sodass du dann einfach da mit deinen Ladies stehst im Kreis und ihr einfach alle zusammen springt, ihr in den Händen haltet, ihr alle weint vor Dankbarkeit.
vor Glück, vor, oh mein Gott, ich habe hier so eine große Chance und ich werde zusammen mit dieser Gruppe an Menschen meine Träume und Ziele erreichen. Und das alles ist so einnehmend und einfach wunderschön. Natürlich habe ich auch Videos aufgenommen, sei es für Instagram oder auch jetzt hier für das Video. Aber da wird es niemals leider so rüberkommen können, wie es genau in diesem Moment ist. So diese Gänsehaut, die werde ich jetzt so hier eben nicht übertragen können, die ich auch jetzt gerade habe. Deswegen versuche ich das gerade hier mit Worten ein bisschen näher zu bringen. Sollst du also auch einmal diese Chance bekommen, dich connecten zu können bei einem Event, wo du also wirklich mit Menschen interagieren kannst und nicht nur online das Ganze hast, was auch schon gut ist, ist für viele Situationen die richtige Lösung oder die passendere Lösung. Aber wenn du eben wirklich physisch hingehen kannst und diese Energie einfach mal spüren kannst, ich kann dir von Herzen das wirklich, wirklich nur empfehlen. Morgen steht Tag Nummer 2 an. Ich werde dazu aber morgen nochmal mehr erzählen, wenn die Stimme erstens jetzt nicht mehr so viel mitmacht und das Video ohnehin schon sehr lang ist. Deswegen einfach Dankeschön, dass du bis hierhin geschaut hast. Und hoffe ich natürlich wie immer, dass du etwas aus diesem Video für dich rausziehen konntest, etwas für dich mitnehmen konntest. Sei es nur irgendwie ein, ja, gedanklicher Impuls. Und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag oder auch eine gute Nacht, so wie für uns jetzt gleich. Und dann sehen wir uns in einer meiner nächsten Videos. Ciao, ciao.